Egal, wir sind in der nächsten Raw angekommen in Cleveland, Ohio. Und ich gebe nun das Wort an Michael Cole und Jerry Lawler. Jerry, the King Lawler and Michael Cole here from Monday Night Raw, live from Cleveland, Ohio. Last week, Mickie James seemed to hit it off with the Brian Kendrick, but tonight, she's teaming with someone else. That's right, the Women's Champion is taking on Michelle McCool and the Glamazon Beth Phoenix. But we don't know who her partner will be. She'd better figure it out soon. She doesn't have much time. Wahrscheinlich wird's Natalia. Oder? Ah, just the girl I wanted to see. What's up, Mickey? Beth challenged me to a tag match tonight. That's some tough competition. Those girls don't play around. You can say that again. And I need to find a partner who isn't afraid of a fight. Know anybody like that? Well, I... Oh, Mickey, I'll do it. Remember how I wanted to team with you? This would be perfect. Natalia? I think Kelly was just going to... I'm sure she was going to recommend me. I'll be a great partner. I won't let you down. See you out there. Okay. Okay. Well, good luck with all that. Das war komisch. Und da ist auch Mickie James ein bisschen überfragt. Aber naja, müssen wir halt so akzeptieren, ne? We still need a little luck, and we'll have to work extra hard tonight. I'll work hard for you, Mickey. Don't you worry about that. See you soon. I can't wait. Okay. Hi, Mickey. I had an amazing time with you last week. I know we're both pretty busy, but I'd really like to do it again sometime. Have a great match tonight. Okay. Zwei schöne Nachrichten. Eine ein bisschen creepy, andere romantisch. Naja, ist ja gut. Wir machen nun ein Tag Team Match mit gegen Beth Phoenix und Michael McCool. Ja. Natalia unsere Sachen an? Also die Sachen von Mickie James? Oh Gott. Oh, upsie. Ich hab den Ref rausgeschmissen. Okay. So. Da ist mir Natalia ran. So, und jetzt Natalia, die meiner Meinung nach momentan beste Diva in dem Monster, in dem Roster. Oder Roster. So. Leider hat sie nicht nur den Charge Shoot als Finisher, soweit ich das weiß. So. Oh, Spear. Gut. Und ein Spear aus Nowhere. So. Und Napbreaker. Alter, was sind das für gute Movesets von Natalia? Alter! Dauernd diese scheiß Reversal, ey. Und jetzt natürlich ein Suplex. War das nicht schön gesellt von Natalia? Und oh, Badbreaker. Beth Phoenix, du frustrierst mich. So. Oh Gott. Und Spear. Gut. Und Spear. Erneut ein Spear. Gut. Eintritt. Und Spear. Und jetzt noch einmal. Nie gelingt mir der Signature. Aber immer das Bier. Wieso klappt der nie? Ah, jetzt. Wie lange braucht die denn? Alter, braucht die lange, ey.
Und jetzt. Und. So, und jetzt Pin. 1, 2, 3. Jawohl. Geld schnell. Sehr schnell geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Guter Sieg. Guter Sieg. What a win for these two talented divas. They really excelled. Hey, maybe if you dressed like me, you'd be a better commentator. I don't think so, King. We'll see you next Monday, folks. Also Partnerlook mit Michael Cole und Jerry Lawler. Nee, das glaube ich nicht, weil Jerry Lawler, außer bei WrestleMania, eigentlich keinen Anzug anzieht. Michael Cole die ganze Zeit. Oder? Ich weiß nicht, was der so mal. Ich glaube, einen Anzug zieht er mal an. Jerry Lawler immer so ein T-Shirt. Aber egal. Sie haben es geschafft. Sie haben Beth Phoenix und Michael McCool besiegt. Und das ist das Hauptsache. Und nicht, was die Kommentatoren anhaben. Aber irgendwas passiert noch. Oh, oh. Mickey, that was awesome. You were awesome. Thanks, Natalia. You were great too. Really? You really think so? That means the world to me, coming from you. Yeah. So, anyway, I wanted to ask you about your outfit. Oh, this? Isn't it great? I figured that if we were teaming together, we should match. I guess that makes sense. I just knew you'd feel that way, Mickey. Okay. Ja. Ja, wir sind nun in Indianapolis, Indiana. Kannst du mal nicht aussprechen, mein Gott. With Jerry the King Lawler, I'm Michael Cole. I'm excited, Michael. Two of my favorite WWE superstars are competing for the Intercontinental Championship. It'll be the Brian Kendrick challenging William Regal right here tonight. Okay, was wird passieren? Erstmal ein Anruf. Hey girl, phone tag. Thanks for agreeing to come down to the ring with me for my match against Regal. A shot at the Intercontinental Championship is a huge opportunity. And it'll be great to have you by my side. Ich glaube, der Brian Kendrick, als er da war, hat er, glaube ich, keinen Titel gewonnen, oder? Also ich wüsste jetzt nicht welchen. Kann sein, dass er gewonnen hat, aber ich wüsste jetzt keinen. Ja. Können ja eh nicht viel machen eigentlich, oder? So. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das erinnert mich, also die Story erinnert mich ganz stark an die Sache mit der Verliebtheit von Trish Stratus und Mickie James halt, wo Mickie James diese Psycho-Rolle hat und jetzt ist Natalia, naja, gefallen tut es mir nicht wirklich. Also die Sache mit Trish Stratus und Mickie James fand ich richtig geil, also ich fand die richtig gut gemacht, aber die Story, naja, natürlich, wenn es im Real-Life passieren würde, ich weiß nicht, wie das verkauft wird, aber es wäre technisch ein gutes Match und ja. So. Jetzt gibt's ein Brawl. Da gibt's keine Grenzen. So. Da gibt's Schläge hier. So. Nur das Problem ist, muss ich jetzt die ganze Zeit verprügeln oder warten, bis du Kendrick einfach mal einen Pin einzuzeigen? So. Gut. Jawohl. Und Monkey Flip. So. Jawohl. Jawohl. Schön eingefädelt. Und der Kick. So. Jawohl. Ein Clothesline. Und mach schnell zu Ende, Kendrick. Zeig. Jawohl. Zeig, was du kannst. Jawohl. Oh, schöner Dropkick. Und, scheiße. So, und jetzt. Komm, Pin. So. Kendrick Bomb oder so war das doch, oder wie der Finish ist. Oder komm, mach ihn einfach. Zeig den Finisher. Was nimm er. Gut. Und
Finisher. So. Gut. Jawohl. Ah, schade. So, Regal. Und Beth Phoenix. Und will uns wahrscheinlich den Arsch versohlen jetzt. Oh nein. Oh je. Ja, ich kann mich noch nicht mal wehren. So. Ja. Und jetzt. Sehr schön. Schön gemacht. Jawohl. So, und jetzt. Sehr schön. Und ein. Ja, ich versuche mal so hoch zu gehen. Nö, geht nicht. Also man kann extra nicht in den Ring rein. Kann ich mir einen Stuhl holen? Würde ja keine DQ geben, ne? Ja. So. Ja, Stuhl darf mal einsetzen. Kendrick wird ja nicht dadurch disqualifiziert. Was jetzt? Ach so, Mickey James ist injured. Ah, okay. Oh, das war ein Punch. Boy, that William Regal sure is a class act. Now that was just uncalled for. Regal already won the match. Oh, wollte er noch ein Gentleman sein. Stop this. Things have gotten out of hand. Interruptions. Countouts. This isn't how a championship match should go. We're going to have a match at No Way Out. Mickey James and the Brian Kendrick versus Regal and Beth Phoenix in a winner-take-all match. The winning side gets both the women's and the intercontinental title. What a match for No Way Out. Ein mixed tag team match um den women's und intercontinental title. Das wird spannend, Leute. Das wird spannend bei No Way Out.